muss sie jetzt auf seinen springen, vor meinen Augen. Das ist eine richtig grauenvolle Kreatur. Möchtest du jetzt noch frech werden, nachdem du respektlos warst? Ja. Es wird so unangenehm. Keine Wohnung und nur am Lügen. Das juckt mich nicht. Und ich habe jetzt eben Angst, dass sie dann sagt, ja, du hast dich an vergebenen Mann rangemacht. Und? Meine Mutter ist nicht schön. Ich habe mich so geschämt, mit ihr rauszugehen. Deswegen wollte die mich als Sprungbrett, um über ihre Mutter zu reden. Die Folge heute ist mega, aber auch sehr speziell. Willkommen, Tag 7 im Dschungelcamp 2024. Zigaretten wurden beschlagnahmt. Ich glaube, das freut die Raucher nicht ganz so doll. Die arme Person, die diese Aufgabe hat, unsere Regelverstöße zu dokumentieren. An wie vielen von den Regelverstößen ich beteiligt war? Ja, so 20 könnten es schon gewesen sein. Scheiße. Schaffst du. Jetzt ist schon kritisch. Eigentlich würde ich jetzt schon gerne eine rauchen. Ich habe mir auch extra eine übergelassen für nach dem Essen. Die habt ihr mir ja abgestibitzt. Ja, ein bisschen unfair ist es schon, dass es erst die Raucher trifft. Weil ich habe auch Regelverstöße gemacht. Aber was soll man machen, gell? Die Kippen sind weg und das Einzige, was hier im Camp derzeit noch raucht, ist Davids Kopf. Der natürlich völlig verzweifelt nachdenkt, wie er einer weiteren Feuerwache mit Ania entkommt. Für die Raucher ist es natürlich vollkommen blöd, für alle anderen ist es genauso wie mit einer Drohung von Markus Söder, nie wieder ein Interview bei Markus Lanz zu geben. Also im Prinzip überhaupt gar keine Bestrafung. Mein Rauchen ist natürlich auch, sagen wir mal, absolutes Luxus, aber... Ich weiß gar nicht, warum die Zigaretten gestrichen wurden und nicht die Luxusartikel. Was soll das denn? Wir haben für die Zähne eine kleine Bürste, die man so reinmachen kann. Und wenn man die im Mund die ganze Zeit so rumkaut, ich denke mal, das wird helfen. Das ist jetzt so. Ja, ich weiß. Jeder muss jetzt daran selber achten. Es macht keinen Sinn, immer wieder darüber zu reden. Machen wir jeden Tag. Bringt ja nichts, siehst du doch. Ich habe das Gefühl, dass dieser Zusammenhalt ein bisschen bröckelt. Geil. Wenn du dann am Freitag dein Kopfkissen abgeben muss, können sie vergessen. Ich warte eigentlich nur darauf, bis die erste Zündschnur hier richtig runtergebrannt ist und dann ballert es nämlich richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da vielleicht was falsch verstanden habe, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hieß es doch, dass Mikes Zündschnur relativ kurz sei. Ich sag's nur ungern, aber da hat er recht und wir werden das heute noch sehen. Die Stimmung ist hier wirklich zum Zerreißen gespannt. Kim überlegt entsprechend schon, sie als String bei der Nachtwache mit Mike zu tragen. Du bist mit dem, oder? Ja. Es hieß, dass du das bist. Nee, ich bin doch gar nicht eingeteilt, diese Nacht. Ich verstehe, die meinte, er wurde nicht eingeteilt. Doch, wurde aber. Wir müssen ganz kurz auf die vierte Person warten. Ich mach mal in die Hose. Ich weiß einfach nicht. Kim? Ich kann nicht mehr. Kim? Tim fragt, ob jemand seine Schicht jetzt übernehmen kann. Es ist jetzt die dritte, die ansteht. Tja, dann will ich Mike machen, dass ich keine Prüfung hatte und nicht immer auf die Toilettengänge geweckt werde. Okay. Da hat sie recht. Ja. Lucy ist einfach so verzweifelt auf der Suche nach einem Schichtdienst wie nach einem Mitarbeiter im Baumarkt. Und hat damit tatsächlich auch ähnlich großen Erfolg. Freunde, das muss diese Sarah sein, die ja angeblich auch im Dschungel ist. Bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich für einen kurzen Moment einfach dachte, das ist Kim Virginia mit ungebürsteten Wimpern. Servus. Können wir mal kurz auf Klo? Kim, es tut mir super leid. Jeder, wie er es verdient. Wenn Leute geweckt werden, die keine Wache hat. Ich habe dritte Wache. Ja, dann ist das jetzt die dritte Wache. Ah, du warst das. Wir dachten nämlich, der Tim. Oh, Leute. Da habe ich falsch verstanden. Gehen die gerade Pipi machen? Ja, da musst du schnell damit. Halt mal. Letzten Endes marschiert die komplette Truppe nachts auf die Toilette. Und der Heinz ist zunehmend unsicher, ob ihn seine Verwandten nicht vielleicht doch einfach hier in ein Pflegeheim abgeschoben haben. Dieser eine Pfleger, der mit dem Schnurrbart, ist ja wirklich auffallend freundlich. Sarah ist natürlich echt so ein bisschen verpeilt hier im Camp, aber dass man Kim und Tim mal irgendwie verwechselt, das kann natürlich passieren. Der einzige Unterschied zwischen den beiden, mal vom Anfangsbuchstaben abgesehen, ist tatsächlich ja auch nur Kims Besessenheit auf Mike. Sehr müde. Weil gestern die Wache mit Mike war ja schon aufbrausend. Hat halt hier vor der Show gesagt, er möchte halt was mit mir starten. Bla 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 bla. Es ist halt immer das Gleiche, es nervt. Dann hat ich halt auch gesagt, ich will halt nichts mehr von dem. Und warum hat er dann vor der Kamera anders geredet? Das ist die Frage der Fragen. Oh, das ist die Frage der Fragen? Mhm. I got you. Ich weiß halt, wie seine Masche ist, habe ich gestern bemerkt, weil der mich nicht bekommen hat. Dass du hier eine Dating-Show draus machen willst? Hä, wir können doch reden. Das ist auch gar nicht Mikes Hype. Ich bin halt eher so der sexy Type und Leila ist, glaube ich, eher so der Süße. Die Morgenroutine von jedem normalen Menschen. Aufstehen, waschen, Zähne putzen. Die Morgenroutine von Kim. Aufstehen, über Mikes Genitalien reden, über Mikes Wohnsituation reden und über Mikes Haare sprechen. Die ist gerade erst aufgewacht
und schon geht's weiter. Und natürlich war sie diejenige, die nichts von ihm wollte. Hatten jetzt auch schon mehrfach anders gehört. Und sie läuft ihm hier die ganze Zeit hinterher und beträgt ihn aber Details. Warum bitte ist es so schlimm für sie, einfach zu sagen, dass sie was für den Typen empfindet? Mike steht halt echt auf die Sexbomben. Dave und Mike nach der Show was haben. Ich denke, hatte ich schon, habe ich keinen Bodycount, der hochgeht. Wenn er die Fresse hält, ist er ganz cute. Ach du Scheiße, ihr seid alle irre. Würden die hier in einem Baum ein Mikro umhängen und daneben eine Kamera stellen, Kim würde auch dem Baum die Story von Mike erzählen. Ja, da hat sie natürlich auch vollkommen recht, dass sie eher dieses Wamp-Image hatte, als sie hier ins Camp eingezogen ist. Beim Rausgehen wird sie allerdings definitiv eher das Image einer verrückten Ex-Freundin haben. Was glaubst du, wer rausgeht? Felix? Am Anfang fand ich ihn sehr unangenehm. Dann ist er mir fast ein bisschen auf den Sack gegangen. Es war mir zu sehr deutsche Polizei. Und wollte mich so ein bisschen schwächer aussehen lassen. Da dachte ich mir schon, bin ich ihm vielleicht als Frau zu stark? Das hat sich das zu 180 Grad gewendet. Und das gar nicht mehr anwesend. Ich denke, keine Energie mehr. Glaube ich auch. Das ist jetzt auch kein Lästern, sage ich ihm auch in die Face. Das ist immer direkt Lästern, wenn man das ist doch einfach Lästern. Fakten ausspricht. Ich würde es nicht als Lästern bezeichnen, ich würde es eher als Moderieren bezeichnen. Aber das sind doch Fakten. Ja. Ich muss mal auf Toilette. Sarah weiß nicht so wirklich, wie sie mit dem Felix umgehen soll. Ja, ist irgendwie auch klar, ne? In ihrer Ausbildung als Ritterin hat sie einfach nie gelernt, wie man mit einem Piraten umgeht. Ja, da haben sich auf jeden Fall mal zwei gefunden. Sprechen halt lieber mit anderen über an den Haaren herbeigezogenen Themen, als sie einfach wirklich mal zu klären. Ganz herzlichen Glückwunsch, weil bei der Vermeidungstaktik von Problemen könntet ihr tatsächlich problemlos im Marketingbüro der CDU anfangen. Guten Morgen, Banause. Guten Morgen. Guten Morgen, Mister. Wo ist Osten? Ja, da muss man, glaube ich, ans Moos schauen. Da muss Osten sein, da geht die Sonne auf. Also, zentrale Frage, wo geht die Sonne auf? Natürlich immer in der entgegengesetzten Richtung, in der Kim gerade steht. Bevor sie heute noch so richtig abgeht, einfach jetzt direkt ein Abo mit Glocke da lassen, dann verpasst ihr auch keinen Trash mehr. Ihr habt in die Kommentare geschrieben, so, warum denn 175? Vielleicht schaffen wir sogar 180.000. Dann gehen wir aber bitte ordentlich zusammen feiern. So, weiter geht's. Das ist jetzt hart für mich. Die Zigarette nach dem Essen. Boah, das ist die beste überhaupt. Oder nach dem Kaffee, aber all das, wir haben ja weder Essen noch Kaffee. Ich bin ein Nichtraucher, Gott sei Dank. Ich würde gerne das Kommando an Heinz übergeben, dass du der Teamchef bist. Das kann ich das? Na, natürlich kannst du das. Natürlich kannst du das. Auf geht's, du bist der heute Bürgermeister. Yeah. Sei nicht so streng mit uns, Heinz. Yeah. So schnuckelig, weil der sich auch so süß gefreut hat. Ich mag das so sehr, wie sie den Heinz hier pushen und fördern. Ich finde das so toll. Was auch richtig, richtig gut ist mit Heinz als Camp-Bürgermeister, gibt es auch eine neue Regel. Wenn ihr noch ein einziges Mal eine Toilettenpapier-Diskussion entflammt, dann bekommt unsere liebe Kim schneller Redeverbot erteilt, als Felix Piratenkostüm sagen kann. Nikotin fehlt mir schon sehr. Zigaretten sind ungesund auf jeden Fall. Es ist gut, dass sie weg sind. Merkst du den Nikotinentzug? Ihr seid zu still. Nee, mit der Kippe habe ich meinen Hunger einmal so gestoppt. Ich finde es komplett scheiße. 80 Regelverstöße und 4 Leute müssen drunter leiden. Zigaretten dürfen nur den Rauchern weggenommen werden und alle anderen, die auch gegen Regeln verstoßen haben, dürfen alles behalten. Super. Rauchst du viel? Ich habe so Nikotin-Patches, weißt du, die nehme ich immer. Nikotingehaltmäßig hatte ich 10 Schachteln Zigaretten am Tag oder so. Jesus Maria. Aha. Guck mal, hast du gehört? Was für Junkies hier rumsitzen. So ein Stick ist nicht blöd im Mund, ne? Nee. Mein Gott. So ein Stick ist nicht blöd. Eine Zeit lang soll ja auch ein Gespräch gewesen sein, die Rolle des John Bachmann mit so einem Holzstäbchen zu besetzen. Es gibt komplett unterschiedliche Strategien im Camp, um dem Nikotinentzug zu trotzen. Mike überlegt schon, wie er Kim so richtig provozieren kann, damit sie vor Wut anfängt zu rauchen. Er muss sich hier einfach im Camp einer Frau mehr als 50 cm nähern. Wir haben alle Lust auf Essen, aber auf keine Essensprüfung. Ich glaube, Essensprüfung für uns drei ist, glaube ich, der größte Horror. Eine Wunde, gib mir! Also wenn es wirklich eine Essensprüfung sein sollte, dann ist der Abbruch nur das wirkliche K***, ne? Fühlt sich voll schön an, wenn man nicht selber rein muss. Also ich freue mich nach gestern jetzt nicht so wirklich, ne? Bin ein bisschen traumatisiert. Jetzt habe ich aber tolle Unterstützung, den Diktator. Und der wird da auf jeden Fall ein bisschen einen Arschtritt geben. Der Diktator klingt so streng, oder? Einer muss ja so ein bisschen den Überblick behalten. Ein bisschen mitdenken. Okay, also übergeben wird als Abbruch gewertet. Haben wir verstanden. Ah, die Frage ist jetzt aber natürlich, was passiert, wenn schon jemand auf dem Weg zur Prüfung sich übergeben muss? Weil Felix erzählt, wie er damals die Moderation von Wer wird Millionär übernehmen sollte, sie dann aber großzügig zugunsten dieses Nachwuchstalents Günther Jauch zurückgezogen hat. Wenn wir heute wieder mit 0 Sternen nach Hause kommen und eventuell, weil Kim wieder abgebrochen hat, ich glaube, dann wird da ein anderer Ton im Camp sein. Das ist so abgeschickt.
ne? Ja, dass ich abgebrochen habe, ne? Ja, der war richtig uncoach. Ja. Also so Endlevel, ne? Mhm. Kim ist keine Person, die ich in meinem privaten Umfeld gerne hätte. Ich komme ja mit solcher Art überhaupt nicht klar, dieses Oberflächliche. Wenn ich die zwei Pappnasen da an meiner Seite habe, dann wird das echt eine schwierige Nummer. Ja. Hast du Lust auf ein Pick? Nein. Ja, und ich bin Veggie, hätte ich auch keinen Bock. Ja, okay. Aber wenn du jetzt privat einen Bock gibst, dann bist du ja auch nicht Veggie. Na, ihr Pfeifen. Na. Wir sind Team Bitches. Ja. Also mit dir zusammen, ne? Der Felix hat zwar laut eigenen Angaben hier wirklich richtig viele, viele Talente, aber sein absolutes Top-Talent ist, dass man ihn, und das obwohl die unsympathische Kim hier im Camp ist, immer noch ein Stückchen weniger mag. Aber recht hat er damit, ne? Die beiden haben nur ein Thema. Knickknack. Und das ist halt überhaupt nicht Felix' Ding. Das Einzige, wofür er sich interessiert, ist Felix. Auf geht's in die sehr harte Dschungelprüfung, präsentiert von Simon Mobile. Bares für Gares. Deswegen habt ihr heute die Möglichkeit, euch den Magen so richtig vollzuschlagen. Und wenn da die eine Minute abgelaufen ist, dann schauen wir hinterher nach, wie viele Sterne dieser Gang, dieses Gericht wert war. Das wisst ihr nämlich vorher nicht. Was ist das? Das ist was Schlimmes. Kotzfrucht. Ja. Wir hätten genau die Durian, die Kotzfrucht, ein bisschen Stinktofu und Natto-Bohnen, also fermentierte Bohnen. Ah. Schlimm? Mhm. Kommt sie durch. So, runter damit. 8, 7. Gut. So, oh, ja. 2 Sterne. Was mit so einer merkwürdigen Konsistenz hat die Kim zuletzt gelöffelt, als der Mike unter seinem Kinderbett diesen alten Fruchtzwerg gefunden hat. Das ist schon echt eine richtig fiese Nummer, dass sie erstmal noch gar nicht wissen, wie viele Sterne da hinter so einem Gericht stehen. Das heißt halt viel Unappetitliches für eine ja vielleicht geringe Gegenleistung in Kauf nehmen. Danke, dafür hätten sie auch locker eine öffentliche Affäre mit Oliver Pocher eingehen können. Aber was ist das? Es ist ein Ziegenanus. Ja, das ist jetzt mein Thema. Das ist Chicken, Schatz. Nee. Doch. Gut. Oh. Ich habe immer gesagt, wenn das Arschloch nicht behaart ist, esse ich's. Dankeschön, RTL. Also einen fände ich fies. Ich hoffe mal 2 oder 3. Schau mir nach. Oh, einer. Boah, Leute. Ich zieh durch. Ja, Felix. Schweinehirn, tatsächlich. Oh. Komplett. Ganz schlimm, ne? Oder? Lecker, ne? Ist schon weg. Ja. Ja, ist schon weg, weil das so lecker ist. Lieber Gehirn als Anus. Runter damit. Das schmeckt super lecker, ja. Ich glaube, Anus, das ist jetzt mein Thema. Ja. Also wenigstens hat der Tim schon mal mehr Humor als Kristall. Gut, ist aber jetzt auch nicht so schwer. So oft hat sich der gute Felix gewünscht, dass es endlich Hirn im Dschungel regnet. Kaum hat sich sein Wunsch erfüllt, ist es auch wieder nicht recht. Das ist ein Sandwurm. Ah, oh. Komm. Wonach schmeckt? Schluck. Erstes Wort, dann geht's. Ja, so wie den ganzen Tag. Naja, was? 8, 7. Komm, runter. Zieh durch. 4, 3. Wow. Good girl. Und wieder kommt in Kim die Wut auf, dass Mike sie dafür noch nicht mal ordentlich trainieren konnte. Ja, und deswegen war es eigentlich auch klar, dass sie unbedingt diesen Wurm essen möchte. Näher an Mikes bestes Stück wird sie nie wieder kommen. Oh, wow. Kamelzunge. Das ist auch eine Delikatesse. Soll ich essen? Eine Delikatesse. Ich habe einen Eintopf reingemacht. Lecker, ne? Lecker. Nein. Kommst du hoch? Okay. Ach Mensch, ey, so eine fremde Zunge im Mund, das kann schon echt eklig sein. Na, vielleicht kommt ja der Tim darüber näher an ein Geschmacksempfinden, das ihm ja ganz offensichtlich seit den Stories über die Depression seiner Mutter abhanden gekommen ist. Aber egal, was jetzt kommt, Honey, it's for you. Ist durchgezogen. Ja, ne? Das ist hart. Netzmagen. Ja, komplett. Es ist einfach. Ja. Das sieht aus wie eine Waffel. Das ist eine Waffel. You can do it. Also, ich würde gerne noch ein Stück haben davon. Stückchen. Nee, wird nicht. Zeit ist abgelaufen. 10 Sterne! Yeah. Es ist genau dieses Würgen, vor dem sich Ania fürchtet, wenn sie davon träumt, dem David ihre Zunge in den Hals zu stecken. Sie bekommen 10 von 11 Sternen. Das ist übrigens auch die Rate der Minuten, in denen Felix den Bewohnern von Grevesmühlen aspirat auf den Zeiger gegangen ist. Wisst ihr, was das heißt? Die ersten sind tatsächlich raus aus dem Gewinnspiel, also die ersten Tipps. Ihr könnt jetzt natürlich nochmal neu raten. Wer exakt errät, wie viele Sterne unsere Promis hier sammeln während der Staffel, bekommt ein niegelnagelneues Google Pixel 8 Pro, einen RTL Plus Gutschein über 150 Euro, also über ein Jahr lang Trash gratis und das Goodie Bag. Alles bereitgestellt von Simon Mobile. Ihr müsst einfach nur ein Waschbär-Emoji und die Sterneanzahl unten in die Kommentare schreiben. Das war's. Und dann gehört das vielleicht bald schon euch. Daumen sind gedrückt. Was hab ich denn hier für weiße Flecken am Rücken? Hm. Sieht aus wie so eine schimmelige. Endlich hast du mal wieder einen Wurm im Mund gehabt, ne? Ja, ist so. Du hast jetzt auch gegessen. Also ich will wieder in meinen Dschungelurlaub.
Ich bin auch ein schneller Brecher. So, ich würge zwar nicht schnell. Es geht wieder los. Ihr seht nicht glücklich aus. Was war? Einfach wir 10. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht genau, was das für weiße Flecken sind, aber kann es sein, dass sie vielleicht einfach die Liege bekommen hat, die im vergangenen Jahr Gigi gehört hat? Zwar hat Layla jetzt weiße Flecken auf dem Rücken, aber am überraschendsten ist doch tatsächlich, dass Kims Hautfarbe noch genau die gleiche ist, wie sie auch beim Einzug war. So langsam müsste die ja echt grün vor Neid werden. Heute hat sie nochmal sehr gute Chancen, wie wir nachher sehen. Hast du gekotzt? Nee, aber fast. Domian nach jeder Hackfleisch-Themennacht. Du bist Mama, richtig? Ich bin zweimal geschieden, bin zweimal verheiratet gewesen. Otto Kern, der Hemdenkönig, weißt du, der Otto Kern? Nee, weiß nicht. Das war auch für mich ein absoluter Schock, weil ich immer dachte, Otto ist unsterblich. Also meine Söhne sind der Grund, warum ich aufstehe, warum ich lebe. Sarah dachte, Otto ist unsterblich. Du, Sarah, das dachten wir alle von Ottos Lebenswerk, aber dann hat er dieses Friesenjungcover mit Chiagu rausgebracht. Und wir sehen es ja, Sarah hatte tatsächlich in ihrem Leben noch nicht so richtig Glück mit Männern. Eine gestandene Single-Blondine, die auch noch im Fernsehen zu sehen ist. Sie muss also dringend aufpassen, nicht doch noch die Ex von Mark Terenzi zu werden. Du hast eine richtig tolle Bindung zu deinen Kindern und ich nicht. Zu meiner Mutter. Wir haben gar keinen Kontakt mehr, ich habe den komplett abgebrochen. Dann kam ich in die Pubertät und meine Mutter hat angefangen zu rauchen. Sie hat mir das Versprechen gegeben, aufzuhören. Sie hat es aber trotzdem hinter meinem Rücken weitergemacht. Das hat mir einfach so mein Herz zerrissen. Also ich weiß gar nicht, was erstaunlicher ist, dass Ania anfängt bei einer Ananas zu weinen, obwohl sie die überhaupt nicht mag. Oder dass sie eben hier bei einer Story, die eigentlich wirklich ziemlich tragisch und traurig ist, eben nicht weint. Also Ania fragt die Sarah nach ihrer Scheidung wahrscheinlich nicht so ganz ohne Hintergedanken. Sie will sich einfach schon mal darauf einstellen, wie es mit David, seiner Frau und Ania dann nach seiner Scheidung weitergehen könnte. Sie lächelt nie, läuft sehr krumm, sie hat so einen krummen Rücken und wenn sie dabei lächeln würde und sie hat den Rücken krumm, würdest du da trotzdem wunderschön finden? Meine Mutter ist nicht schön. Was stimmt da bei dir nicht? Wie jetzt? Das hat mich total schockiert. Dich liebevoll anlächeln würde. Weil einfach charakterlich es einfach so kaputt gemacht wurde. Ich habe mich so geschämt, mit ihr rauszugehen. Lässt du sie das spüren? Ich glaube, ich habe sie spüren lassen. Da fand ich die Geschichte mit der Mutter sehr weird, muss ich sagen, wie es ist. Und meine Mutter ist auch extrem kritikunfähig. So, einerseits wirft Ania ihre Mutter vor, sie wäre nicht kritikfähig. Aber wahrscheinlich würde jeder Mensch nicht positiv reagieren, wenn man gesagt bekommt, dass man hässlich sei, einen krummen Rücken hat und sich die eigene Tochter dafür schämt, mit einem rauszugehen. Boah, also erstmal von einem riesengroßen Publikum die eigene Mutter als unattraktiv zu bezeichnen. Wenigstens Anias Hund ist gerade froh, dass er nicht für irgendeine erzwungene Backstory herhalten muss. Und als sie dann erfahren hat, dass ich im Dschungel war, kommt ein Anwaltsschreiben zu mir nach Hause von meinem Papa, wo drin steht, dass es mir verboten ist, über sie zu reden. Aber jetzt hast du es gemacht. Oder, ja, es wird nichts passieren. Ich konnte es gar nicht glauben. Und nur weil ich jetzt eine Mutter bin von zwei Kindern, weil Cora ist nicht da und andere sind keine Mütter, hier im Raum, deswegen wollte die mich sprechen, als Sprungbrett, um über ihre Mutter zu reden, über mein Mutterdasein. Das habe ich dann natürlich auch geschnallt. Also blätsam als auch nicht. Das hat ganz so gut getan, das auch so ansprechen. Also. Wie ätzend und billig ist das. Aber ganz ehrlich, also erstmal großen Respekt, dass Sarah Kern in diesem Moment da so wach war und das auch geschnallt hat, weil ja, das ist ja unfassbar, was die hier macht. Wirklich selten, dass jemand im Dschungelcamp eine Geschichte erzählt und man danach definitiv auf der Seite der Person ist, über die gerade gesprochen wurde. Eine schwierige Mutter-Kind-Story in der Öffentlichkeit ganz bewusst breittreten. So haben Heidi und Leni wenigstens fette Deals mit irgendwelchen Unterwäscheherstellern an Land ziehen können. Jawohl, Heidi ist auch dabei. Das ist echt ein guter Ort. Heute ist richtig warm, gell? Ja, ja, ist doch schön. Ist doch einmalig, was wir hier erleben dürfen. Warst du hier noch nie drin? Ja, Leila hat Angst, da ganz reinzugehen wegen den Tieren. Geh mal ein bisschen was schwimmen. Guck mal hier die Eier. Froscheier habe ich entdeckt. Was? Mike sagt, er hat hier Froscheier gefunden. Das waren natürlich keine Eier, das sind noch uralt Schleimspuren von Jay Khan. Layla hat Angst, ins Wasser zu gehen und ganz pflichtbewusst hilft ihr natürlich der Mike. Je leicht bekleideter die Frau, desto hilfsbereiter wird der Mike. Das ist so wie mit Rentnern und gekochten Eiern auf Zugfahrten ab einer Länge von ca. 30 Minuten. Ein Naturgesetz. Okay, ich bin drin. Ja, komm weiter hier rüber. Wir haben hier nichts zu meckern. Ey, Fabio, dein Traum geht in Erfüllung. Endlich mal ein voller Pool. Das stimmt. Mike? Also, wow. Oh, schön, jetzt wird's gemütlich. Das ist nicht ein bisschen respektlos. Ich finde, es geht gar nicht.
Pech für Dani Büchner. Die wird nämlich leider mit der heutigen Folge entthront. Nicht mal sie hat es geschafft, dass diese wirklich mega gute Stimmung am Pool in so kurzer Zeit kippt. Und damit geht der Titel des goldenen Staubsaugers der guten Laune heute eindeutig an Kim. Ich weiß gar nicht, ob ich da reingehört. Ich bin gerade schockiert. Wir haben ja über Mike und so gesprochen, die hat mich noch getröstet. Das von ihr hätte ich nicht erwartet. Da sind ganz viele Tiere und sie braucht einen Mann, der sie irgendwie trägt. Okay. Ich bin froh, dass hier alle Gesichter rauskommen. Aber muss sie jetzt auf seinen springen vor meinen Augen. I wish that I... Das war jetzt nicht so. Was denn? Das sah ein little bit Nein! So, ich dachte, sie wäre eine Freundin von mir. Sie erklärt die Situation und dann kann doch hier nichts erklären, wie sie das hier erklärt. Nein, nee, musst du nicht. Also, so, wir sind ja hier unter uns. Das kann die nicht ernst meinen, oder? Kim steht manchmal den ganzen Sommer über am Zaun des örtlichen Freibads und ist natürlich schockiert vom respektlosen Verhalten ihrer Ex-Freunde seit der 5. Klasse. Es ist jetzt nicht irgendwie einfach haltlos. Sie haben sich ja auch schon wirklich über den Mike ausgetauscht. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass es eigentlich kaum einen Menschen in Deutschland oder Australien gibt, mit dem sich Kim noch nicht über Mike unterhalten hat. Ich finde es sehr, 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 sehr respektlos. Ich glaube, die meint das gar nicht so. Mike hat gerade Layla einfach so vorne so durch diesen Pool genommen. Der wollte mich. Wenn ich keinen Bock habe, nimmt der Layla als Zweitwahl. Ich finde es frech, dass Layla das macht eher. Wir wissen alle, dass tief in ihr drinne will die den zurück und eigentlich gar nicht fertig machen. Aber es läuft nicht so, wie sie es will. Und aus dem Grund rastet die aus. David, ich kenne ihn schon ein halbes Jahr. Dass er einen kleinen hat und keine Kohle und das mit irgendwelchen Frauen halt kompensieren muss, weiß ich. Aber von Layla bin ich gerade so schockiert. Das bedeutet nicht nur, weil sie mir sagt, es ist ein Witz, dass ich sage, ja, Mann. Denkst du, ein Mann will eine Frau, die die ganze Zeit sagt, du hast einen kleinen du hast kein Geld, du wohnst bei deiner Mutter. Welcher Mann will so eine Frau denn zurück? Keiner. Weil ich kann nichts für dieses Verhalten. Diese Doppelmoral von Kim ist schon der Oberknaller, oder? Also auf der einen Seite fordert sie die ganze Zeit Respekt von den Menschen ein, aber auf der anderen Seite outet sie einfach Mikes Krankheit, hört überhaupt nicht auf, über seinen Intimbereich oder seinen Haarausfall zu sprechen. Ach so, eine Frage. Wie viele der Mitcamper sind eigentlich tatsächlich an dieser Ex-Affäre von Kim interessiert, die ca. 80% der Sendezeit einnimmt, weil sie den anderen überhaupt gar keinen Platz lässt? 3. Ja, aber dich stört doch jetzt die Szene da unten. Wäre ich auf ihren Ex draufgesprungen, wäre es ihr auch egal, wie ich es gemeint habe. Wie wenig Selbstrespekt hast du? Ekelhafte Leute hier. Und wie viele Runden dreht deine CD jetzt noch? Möchtest du jetzt noch frech werden, nachdem du respektlos warst? Ja. Hallo. Wo ist das Problem? Ganz red gut. Vor mir und nicht hinter mir. Jetzt habe ich dir schon mal gesagt. Mit solchen Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Hat sich das erledigt? Lass uns. Jeder zeigt sowieso sein Gesicht. Lass uns. Ja, das hast du ja jetzt schon gemacht. Wie denn genau? Lass uns hier eine vernünftige Harmonie haben. Bitte geh! Da hinten ist die Tür. Tschüss! Übrigens ist das auch der Grund, warum David Odonko und nicht Lothar Matthäus hier im Dschungelcamp ist. Bei dem hätte es einfach zu viele Ex-Freundinnen und Frauen mit Potenzial für viele Streitereien gegeben. Ganz, ganz großen Respekt an Layla. Obwohl sie manchmal hier so ein bisschen unbeholfen oder auch naiv daherkommt, schafft sie es als einzige, Probleme direkt zu benennen und anzusprechen. Und zwar genau bei der Person, um die es auch geht. Und das ist nicht selbstverständlich, sehen wir ja bei Ania. Ich bin so froh, dass mein Schamane dabei ist, der Flüche legen kann, hör mal. Ja, den größten hat der wahrscheinlich auf dich selber gelegt. Du kommst echt manchmal auf dein Leben nicht klar. Das ist schon sehr unangenehm und peinlich. Was denn genau? Genau das gerade auch. Was denn? Wo ist das Problem? Haben wir rumgemacht. Und ich diskutiere auch darüber nicht. Aber nur, dass du weißt, Kim, ich will mich bei euch nicht einmischen. Ja, weil sie nicht auf den Boden kann und so weiter. Nein, aber nur, dass du weißt, lass mich doch ausreden. War ich einmal, als wir baden waren, da drinne. Ach so, also baden ist wichtiger. Würdest du trotzdem auf meinen Ex springen im Wasser? Weil du musst unbedingt ins Wasser. Ja, ich wollte unbedingt ins Wasser und ich fand das nicht schlimm. Ja. So, das ist echt nochmal Trash auf einem ganz anderen Level. Also, die Kim hat einen Schamanen, der für sie Flüche ausspricht. Und weil sie das letzte Mal nicht bezahlt hat, hat er sie verflucht. Und zwar damit, besessen von ihrer Liebschaft zu sein. Die Frage ist natürlich, wie zum Geier kommt man an so einen Schamanen? In dem Fall ist es total einfach. Den haben die anderen Kandidaten von Aito vorher auf Kim angesetzt. Ja, bei dem ist sowieso alles toll. Aber von dir bin ich wirklich enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Wo ist das Problem? Das verstehe ich auch nicht. Weil sie einfach die Vorgeschichte weiß und wir schon vor hier Kontakt hatten und ich dir alles erzählt habe im Vertrauen. Und ich finde es einfach krass,
dass du da sagst, oh, was ist das für einer, wie geht sowas, bla 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 und schlecht redest. Und hier chillst du halt großteils. Okay, warte, auch, du hast mir das alles schon im Vorhinein erzählt, was du ihm mal in den Kopf geworfen hast, weil du wusstest, dass ich Single bin und gesagt habe, ich wäre einem Flirt nicht abgeneigt und ich dir gesagt habe, dass ich gesagt habe, dass der ein Hottie ist. Nein, 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 weil du wirfst hier keine Brocken rein, ohne dass die Leute wissen, um was es geht. Nein, ich kann ja aussprechen und dann kannst du dich dazu äußern. Und genau aus dem Grund hast du mir alles schlecht über ihm erzählt, um mich zu manipulieren, damit ich ihn scheiße finde. Wo sind wir gelandet, ey? Da sieht man einfach mal, wie Kim tickt. Sie betont ja hier, dass sie Layla im Voraus schon tatsächlich alles über den Mike erzählt hat. Also im Prinzip halt eine Einflussnahme, bevor die eigentliche Sendung losgeht. Oder wie man im ZDF sagt, Freibier fürs Fernsehgartenpublikum. Weder Layla noch Mike sind Kim auch nur im Ansatz irgendwas schuldig. Und Kim, die hier Loyalität so hoch hält, die ist auch selber so hochgradig illoyal, wie sie die ganzen privaten Details von Mike raushaut. Girl, du bist einfach in einem Konkurrenzkampf mit mir. Du bist hier in dem Konkurrenzkampf und deswegen rastest du auch aus. Nein, das ist einfach, was eine Freundin nicht macht. Das hat nicht mit Konkurrenzkampf zu tun, wenn ich den Mann nicht mal möchte. Deswegen rastest du auch aus, wenn ich den Mann nicht mal möchte. Weil du in einem Konkurrenzkampf bist, ich nicht. Alles, was ich über dich gehört habe, bestätigt. Das ist echt billig. Billige Nummer. Wirklich, ich habe dich noch verteidigt und gesagt, aber du bist noch schlimmer, als man es gehört hat. Bitte, was mache ich denn? Du bist eine richtig grauenvolle Kreatur. Wow. Nur gestern am Beef machen, nur am Stress. Guck mal, du weißt, was das lächerlich ist. Du bist einfach so obsessed mit dem und das ist ich hab dir geholfen, einfach Kindergarten. Ja. Ende der Situation. Ist das gerade dein Ernst, das zu sagen, obwohl du weißt, es ist nicht so? Es ist so, weil sonst würdest du nicht jedes Mal ausrasten, wenn es um ihn geht. Mike ist Kim in etwa genauso egal wie Kameras für Yvonne Wölke. Eine richtig grauenvolle Kreatur. Wow. Und dabei kennt Layla noch nicht mal die ganzen Nachrichten, die Kim dem Mike nach der Trennung geschrieben haben soll. Also Kim betont hier mal mindestens eine Spur zu sehr, dass Mike ihr komplett egal ist. Und sie wirft ja auch Layla vor, dass Layla eben diesen Konkurrenzkampf anstachelt. Den würde es ja eigentlich gar nicht geben, wenn sich Kim nicht doch für den Mike interessieren würde. Kim widerspricht sich hier öfter als Boris Becker beim Vaterschaftstest. Aber auch aus Respekt so würde ich ja nicht mal wollen, so dass ich vor ihren Augen irgendwas mache oder so. Ja, aber machst du doch nicht. Flüche gehen raus. Wenn man in die Sporthalle kam und alles fürs Zirkeltraining aufgebaut war. Ich habe auch nie gedacht, dass ich im Freien schlafen kann. Habe ich nie gemacht in meinem. Ja. Wir haben beobachtet, wie zwei Männer das Benzin von Autos geklaut haben. Das war meine einzige Nacht, die ich im Freien verbracht habe. Wir haben in Berlin Benzin geklaut. Ich habe niemals von Privatleuten. Nee. Aber die Post war gut. Alles klar, da ist wohl so die ein oder andere verspätete Zustellung durch die Post erklärt. Aber klaut denn der Heinz auch den Strom von der Deutschen Bahn oder was? Deutsche Robin Hood nahm das Benzin von den Reichen und hat es dann für sich selber genommen. Also gerechtes Klauen oder wie Amy Russ sagt, die Tiere im Tierheim Madrid freuen sich sehr über die Dior-Handtasche. So ein vollkommener Tag. Also ich bin zufrieden, einfach mal gelassen sein und ruhig bleiben. Ich lebe also mein Leben lang ja in diesem Gefühl, dass ich was verpassen werde. Und hier ist das tatsächlich so passiert, dass ich das auch abgelegt habe. Mhm. Wir werden, glaube ich, einiges mitnehmen von hier. Vielleicht verändern wir auch was. Einfach mal zulassen. Auch die Ruhe. Mensch, guck doch mal an. Ja. Bei all den Dramen, Streitereien und den Gesprächen rund um Knickknack. Ich finde es richtig, richtig schön, auch mal solche ruhigen Momente zu sehen. Und tatsächlich auch mehr von Heinz mitzubekommen. So, also Heinz sagt, dass er hier auch mal lernt, Ruhe zuzulassen. Also die Ruhe, die hier überhaupt möglich ist, während Kims ständigen Gekeife gegen Mike. Tja, da hatte ich gestern so Angst. Ist das scheiße? Ja. Ich bin dann immer ganz gespannt, wie weit gehen sie. Bau ab, Alter. Ich schwör, die ist richtig eklig. Beeil dich, wir haben Zeitdruck. Normal bin ich noch langsamer, ich bin schon schnell. Du darfst nicht vergessen, ich war mal ehemaliger bayerischer Beamter. Ich war sehr zufrieden, sehr dankbar, aber ich wusste, ich konnte noch mehr erreichen. Der Fabio wollte mehr erleben und ist deswegen Staubsaugervertreter geworden. Ist ein bisschen so, als würde man sagen, ich mag gute Musik und klebt sich dann einen Unheilig-Aufkleber auf die Heckscheibe vom Skoda Fabia. Mein Vater hat immer Schicht gearbeitet. Ja, eventuell war die Wertschätzung schon da von ihm, aber er konnte es vielleicht nicht ausdrücken. Ich habe das natürlich als Kind irgendwo auch vermisst. Also er hat schon gesagt, ich bin stolz auf dich und ich liebe dich, aber eher sparsam. Schon lange her, wo ich das gehört habe. Bestimmt 15 Jahre Minimum. Nein, mein Vater ist auch nicht so. Wir Menschen, wir können so viel erreichen und motivieren und begeistern und da habe ich auf jeden Fall noch einiges vor. Fabio hat eher so ein distanziertes Verhältnis zu seinem Papa, weil er oft weg war und arbeiten musste. Und dennoch spürt man seine Dankbarkeit. Ania hat natürlich direkt begonnen zu weinen. Ihre Mutter war ja auch ständig weg, weil sie raucht.
also auf dem Balkon. Genau das, was Fabio hier gerade beschreibt, das kenne ich auch. Ich habe manchmal so das Gefühl, es ist fast so eine Generationenfrage. Und dass es Jüngeren deutlich leichter fällt und vielleicht, weil es mir genauso geht wie Fabio, da wird mir immer total warm ums Herz, wenn ich das sehe, wie so junge Papas mit ihren Kindern liebevoll umgehen und genau diese Liebe und diese Zuneigung auch so ausdrücken können. Und bevor jetzt jemand was schreibt, wir haben genau darüber gesprochen, auch dass ich das hier sage. Und vielleicht sieht das ja gerade jemand und denkt sich dann so, Mensch, ey, vielleicht sollte ich es einfach mal aussprechen. Machen. Das war gerade krass. Nein, wirklich. Guck mal, nein. Also, du weißt, ich mag dich und ich höre dir gern zu und ich stehe hinter dir. Mhm. Aber ich glaube, dieses Mal wirklich hat sie das nicht so gemeint, weil ich war ja dabei in der Situation. Ich empfinde es auch so, dass sie aus jeder Situation, wo nicht mal großes Streitpotenzial entstehen könnte, einen Streit provoziert. Es nervt, dass ich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit scheiße dastehen werde, nur weil ich die Wahrheit über ihn veröffentlicht habe. Ich schalte auch manchmal schon meinen Kopf aus. Das Ding ist aber, sie weiß, dass der nur Scheiße bei mir gebaut hat. Ja, das hast du mir gestern schon gesagt. Willst du es mir vielleicht in 2 Minuten nochmal sagen? Ich hab's jetzt verstanden. Ich höre von einem Typen, der einen kleinen hat, der keine Wohnung und nur am Lügen ist. Kim, hör einfach auf, es juckt mich nicht. Es ist vielleicht auch einfach der Zigarettenentzug, aber Kim kann doch gar nicht anders, als die ganze Zeit an das Stummelchen zu denken. Und bitte, bitte nicht wundern, dass Ania gleich wieder weint. Nach der Ananas ist jetzt einfach sehr gerührt, dass sich der ganze Hass von Kim eben auf Layla richtet und nicht auf sie. Also Ania ist total genervt und würde sogar eher Layla oder auch Mike in Schutz nehmen. Gaukelt aber hier Kim Virginia was komplett anderes vor. Und nur Layla schafft das offensichtlich, der Kim das auch so ins Gesicht zu sagen. Wahrscheinlich denkt sie sich halt, es ist genauso, wie wenn Till Schweiger als Produzent in einen Film einsteigt. Es kann nur noch schlimmer werden. Widerspricht sich ja immer irgendwie selbst, ne? Sie redet über dich, als wärst du ihr Ex. Geht nicht mal um mich. Es geht einfach um ihr eigenes Ego. Kommt daher, dass Kim mit sich selber ein Problem hat, was einen leid tun könnte eigentlich. Ich glaube, ihr beide denkt zu viel. Auf gar keinen Fall. Ich hoffe, die finden zusammen, Junge. Ich mache erstmal ein Ritual mit meinem Schamanen, damit es so richtig schön toxisch wird und Mike nochmal 10 Jahre mit irgendeiner ollen Psychopathin verschwendet. Vielleicht ist es auch mal besser, einfach mal ausreden zu lassen. Aber sie hat mich doch unterbrochen und dann habe ich sie natürlich nicht mehr ausreden lassen. Ich habe das Gefühl, sie will diese Tipps gar nicht. Und einfach nur eins will und das ist ihre Meinung verstärken, die nicht mal irgendwie sinnvoll ist. Wenn Ania jetzt nicht hier wirklich selber so unsympathisch wäre, könnte man ja fast Mitleid mit ihr haben, dass Kim diesen ganzen Ballast hier wirklich bei ihr ablädt. Ja, allerdings ist das Ganze aber vielleicht auch einfach Karma, was wir jetzt hier einfach mal in Echtzeit sehen. Ach so, und nach Heinz sollte übrigens auch der Mike dauerhaft von den Dschungelprüfungen gesperrt werden. Ist er tatsächlich schon seit Tag 1 in einer Dauer-Dschungelprüfung namens Kim. Ja, aber ich verstehe das nicht. Warum brauchst du so viel Aufmerksamkeit von irgendeinem Typen, die Bestätigung? Was hättest du dir denn gewünscht, dass sie auf Fabio draufspringt oder? Hä, ja klar. Würdet ihr Layla den Rücken stärken als Kim? Diese Frau ist so anstrengend. Ja. Sie hört den anderen zu wenig zu. Die hört den anderen gar nicht zu, das ist immer mit Desinteresse. Ich traue mich halt auch einfach nicht, ihr ins Gesicht zu sagen, das ist absolute Scheiße, was du da redest. Und ich habe jetzt eben Angst, dass wenn ich irgendwie gegen sie schieße, dass sie dann sagt ja irgendwie vor der ganzen Gruppe, ja du hast dich an vergebenen Mann rangemacht. David weiß das ja nicht und ich will auch nicht, dass er das weiß. Es ist alles richtig, was Ania sagt und ich kann es auch nachvollziehen, dass sie die Sorge hat, dass Kim das Ganze jetzt hier ausplaudert. Aber es ist halt einfach ziemlich unehrlich von ihr, Kim jetzt auch noch die fürsorgliche Freundin vorzuspielen. Immerhin verstehen wir jetzt aber, warum Ania sich so krass auf David fixiert hat. In irgendeine Fantasie musste sie sich ja bei Kims Monologen flüchten. Aber darf ich dir was sagen? Ich sag nichts. David ist einfach genauso resigniert wie der Agent von Felix, wenn der nach erfolglosen Castings mal wieder den GZSZ-Vertrag verlängert. Ich weiß, was du meinst, weil sie schon so eine einschüchternde Art und Weise an sich hat. Ja, sie meinte ja vorhin im Pult, ich erzähle das gleich, wenn ich mein Mikrofon umhabe, damit man das hört. Ja. Und danke für die Sendezeit. Ja, weil sie das alles, für sie ist es hier gerade nur Showtime. Ich glaube, die ist eine der wenigen, die hier mit einer kompletten Strategie reingegangen sind. So klar, viele Leute feiern die, weil die fresh ist und so, aber würde die einfach mal ihre schöne Seite hier zeigen? Vielleicht würde die auch anders aussehen. Ja. Wenn Kim vielleicht irgendwann das Camp verlässt, dann wird das Camp, glaube ich, wesentlich ruhiger und entspannter. Da freuen wir uns alle drauf. Ania hat einfach Panik, dass tatsächlich Kim diese Geschichte rund um David den anderen Campern erzählt. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Kim das machen würde und das sagt ja schon eigentlich alles über Kim aus. Die wären aber eigentlich ziemlich erleichtert,
Einfach, weil Kim mal endlich ein anderes Thema als Mike hätte. Großen Respekt vor Layla. Die hat tatsächlich hier Kims Strategie besser durchschaut, als unser Felix das mit seiner 140-prozentigen Sehstärke jemals könnte. Überraschung, da sind wir. Mike, du bist es vielleicht, ne? Okay. Wow. Oh. Kim, Überraschung, du bist es auch vielleicht. Und es ist Kim! Wiedersehen! Ciao! Mike hatte auch ein Vielleicht. Die Anrufer haben aber nicht aus Boshaftigkeit für ihn angerufen, sondern weil sie ihm halt einfach mal eine Pause von Kim gönnen wollten. Oh Leute, das wird noch eine Staffel. Ich habe ja gestern gefragt, schaffen wir es, dass wir 175.000 werden hier in unserer Community mit dem Dschungelcamp? Und ihr schreibt in die Kommentare, hier, wir schaffen die 180.000. Das ist ja natürlich der Oberknaller. Würde mich so, so freuen. Deswegen lasst ein Abo mit Glocke da. Wir haben so eine tolle Truppe hier. Danke für euren Support. Die ganzen Folgen gibt es natürlich alle bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Was sagt ihr zu Layla? Hat sie jetzt vielleicht durch die Aktion auch Chancen auf die Krone? Bin total gespannt, was ihr schreibt. Falls ihr nicht gesehen habt, was Kim hier gestern abgezogen hat, die hat alles ausgeplaudert. Die Folge müsst ihr auf jeden Fall gesehen haben. Und wer Lust auf mehr Reality hat, das sind meine Top 5 Momente. Von Dschungelcamp bis Sommerhaus, alles dabei. Wir sehen uns also morgen zum Dschungelcamp und bis dahin hier.